geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Frau Minister. Der jetzige Gesetzesentwurf ist das Eingeständnis der Regierung, bei der Teuerungsbekämpfung total versagt zu haben. Die österreichische Bundesregierung verweigert dringend erforderliche Maßnahmen, um Preise zu senken, und verteilt lieber nach dem Gießkannenprinzip Einmalzahlungen. Die von den Regierungsparteien beschlossene Gewinnabschöpfung jedenfalls entlastet niemanden. Sie hat lediglich 95 Millionen Euro gebracht. Im gleichen Zeitraum hat der Land, der Verbund 2,3 Milliarden Euro Gewinn gemacht. Auch die FAN hat ihren Gewinn laut Auskunft der Wiener Börse verdoppelt. Und das alles auf den Rücken der Konsumenten. Die von der Regierung beschlossene Strompreisbremse ist lediglich ein Umverteilungsmechanismus. Die Konsumenten schauen durch die Finger und die Energieversorger verdienen. Die einzige sinnvolle Maßnahme ist eine massive Senkung der Verbrauchsteuer auf Energie. Das ist auch sinnvoll, um Österreich weiterhin als Wirtschaftsstandort attraktiv zu halten. Außerdem ist es schon irgendwo eigenartig, dass da ja, wir stimmen dem Gesetz ja zu, dass da ja ein paar sinnvolle Sachen auch dabei sind. Aber warum machen Sie das erst jetzt? Sie haben 5 Jahre Zeit gehabt und jetzt vor den Wahlen wird es gefährlich, weil der Konsument ja auch Wähler ist. Jetzt reagiert man endlich drauf. Es ist halt zu spät. Aber natürlich, ihr seht die Scheine, seid ein bisschen durcheinander, das wisst jetzt, wer wo unterschreibt. Und der grüne Zwerg fährt nach Brüssel und unterschreibt. Der schwarze Ochs bleibt daheim und spielt die beleidigte Leberwurst. So kann man halt nicht regieren. Und deswegen, um auch mit etwas Positivem aufzuhören, kann ich nur sagen, am 29. September wird gewählt. Und dann heißt unser Kanzler Volkskanzler Kickl. Dankeschön. Applaus